Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib Liebster, ganz ruhig. Ich bin hier. Es wird alles gut werden. Ja, er muss es sofort wird alles ins gut Krankenhaus. Werden. Ich bin hier. Gibt es denn noch eine Chance für uns? Marco, keiner von uns kann das wissen. Aber wenn du nicht sicher bist, macht es ja keinen Sinn, weiterhin getrennt zu sein, oder? Was ich ganz genau weiß, ist, dass das starke Gefühl von früher nicht mehr da ist. Und das Schlimmste daran ist, dass ich nicht mal weiß, warum. Wir sind uns fremd geworden. Und keiner kann was dafür. Aber ich halte es nicht aus, von dir getrennt zu sein. Und ich will keine Beziehung mit dir, wenn ich nicht weiß, was ich fühle. Und dir geht es doch genauso, oder nicht? Das Beste ist, wenn wir getrennt bleiben. Tut mir leid. Ich verstehe wirklich nicht, wieso du sie wiederhaben willst. Ich liebe sie, Diego. Und wenn du gehst? Wenn du nach London ziehen solltest? Aber das Wichtigste ist doch, was wir fühlen, oder nicht? Sie liebt mich und ich liebe sie auch. Und du solltest mir helfen. Freunde dich mit ihr an. Sei in ihrer Nähe. Wir sind schon Freunde, Marco. Ja gut, Diego, umso besser. Dann nutze die Freundschaft, um zwischen uns zu vermitteln. Rede gut über mich. Bitte hilf mir, Diego. Ups, was für ein Schreck. Und du bist also die Ex von Ramon. Und zukünftige Ehefrau. Was ist eigentlich daran so lustig? Bitte? Hm? Aber ja, Ramon hat mir schon alles erzählt, was ich über eure Beziehung wissen sollte. Was hat er dir gesagt? Was hat er dir erzählt? Raus mit der Sprache. Hat er immer noch Gefühle für mich? Ja. Ach. Er sagte, dass er verliebt in dich ist. Nein, er hat mir genug erzählt, dass ich weiß, dass du keine Konkurrenz für mich bist. Und darum möchte ich jetzt bitte, dass du von diesem Tisch aufstehst und sang- und klanglos verschwindest. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Verstanden? Jetzt hörst du mir mal zu. Mal sehen, ob du verstehst, was ich dir erkläre. Du wirst jetzt nämlich meinen Tisch verlassen und du hältst dich gefälligst von meinem Verlobten fern, sonst... Weil du sonst was? Weil ich sonst... Ich weiß nicht. Hab ich deinetwegen vergessen. Ich weiß nicht. Du drückst meine Hand... Na los, steh auf. Verschwinde endlich. Du kannst dir nicht vorstellen, wozu ich fähig bin, wenn mich was interessiert. Verschwinde von hier. Ich kann auch ganz viel, wenn... Hey Schnecke, wie geht's dir? Ich bin Matthias Lafontaine. Ich dachte mir schon, dass du ein Auge auf mich werfen würdest, aber ich bin schon vergeben. Tut mir leid. Du bist diese Frau hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Nein, aber ist doch gar nichts passiert. Wir müssen sie unbedingt von Ramon fernhalten. Sie ist komm, böse. Komm, Schwesterchen, gleich sind wir draußen. Sie ist sehr böse. Kannst du mir alles erzählen? Jetzt erzähl dir schon mal, was sie mir angetan hat. Verzeih. Entschuldige die Unterbrechung. Alles perfekt. Wird doch alles gut werden. Ist der Name? Bitte sagen Sie es mir, ich muss wissen, kennst was du ihn? Ist. Ja, ich muss ihn. Mit einem Erziehungsberechtigten sprechen. Ich habe schon angerufen, Sie sind auf dem Weg. Bitte sagen wir müssen Sie mir, abwarten. Ob alles gut geh seine werden Eltern wird. Holen. Bitte mach seine Eltern ausfindig. Bitte, warte, ich muss unbedingt muss wissen, hier ob es... Detrás de mí queda el pasado y todo fue real. Ya tengo un sueño que seguir, eso es lo que siento. Hace falta valor para decir todo es posible. Busco en mi destino un sueño mágico, porque yo aprendí a decir adiós. No voy a rendirme, sigo mi camino siendo lo que soy, porque yo aprendí a decir adiós. Hace falta valor para decir adiós. Dieser Song ist super, aber ich will wissen, warum du so ein Gesicht ziehst. Hm? Fällt es dir auf? Und wie? Los, erzähl's mir. Wie du willst. Es ist wegen Marco. Schon wieder. Ja. Und er will, dass wir wieder zusammen sind. Ah, und du bist dir nicht sicher, deswegen... Keine Ahnung. Weiß nicht. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, dass wir dann bestimmt in einer Woche wieder zerstritten sind, wie immer. Hey, wie schön dein Optimismus. Gefällt mir. Er denkt, dass uns nichts auf der ganzen Welt auseinanderbringen kann. Aber für mich war's das. Wir sind schon zu weit voneinander entfernt. Aber bist du dir sicher, dass es zu Ende ist? Nein. Na schön, da sind wir. Mir scheint, als würden unsere Treffen jedes Mal kürzer werden, nicht wahr? Ja, das kommt mir aber auch so vor. Ja, aber andererseits, in der Kürze liegt die Würze. Sehen wir uns bald wieder? Ja, mir kommt es so vor, als würden wir uns seit dem ersten Tag ständig sehen. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Das ist eine schöne Gewohnheit, die wir haben, oder etwa nicht? Wie wahr? Ciao. Ciao.
Ihr könnt jetzt die Hände nicht in den Schoß legen. Ihr seid Künstler, ihr müsst mit Schicksalsschlägen umgehen. Wollen Sie mit meiner Mutter zusammen sein? Wunderbar, werden Sie glücklich. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich bin die Freundin von Raman.